Hallihallöchen und willkommen zurück zu Stardew Valley. So, ich habe mal eben geguckt, wie wir an dieses Gel kommen. Wir müssen halt wirklich einfach angeln. Im Meer, im See und in der Höhle. Okay, der Käse ist nicht gut, das heißt, der muss im Keller. Wo ist eigentlich die Musik jetzt hin? Oh. Wo ist die Musik jetzt hin? Oh, zweimal Wein, das ist gut. Und wir müssen auch eigentlich echt dringend zum Schmied. Gibt uns ein Goldbarren. Auch cool, dass die ersten Maisdinger fertig sind. Der Nachteil dadurch ist natürlich, dass was wir so daily machen müssen, wie die Blumen gießen. Brauche ich. Ja. Für den Honig, dass der hier besser wird, haben sich da jetzt halt echt. Ah ja, die wollten es eine Kühlschnicke. Haben sich jetzt halt echt. Die Zeit hat sich dadurch jetzt natürlich nochmal vergrößert quasi. Die Zeit, die ich da brauche. Deswegen. Oh yeah. Inventar ist voll. Hallo? Ich kann nur den Mais ernten. Der Qualitätsstufe schätze ich, den ich halt. Weil ich sollte ja Mais. Brauchen wir nicht 10? Habe ich schon welche? Ah ja, Inventar ist ja voll. Da war ja was. Hab ich schon wieder vergessen. Okay. Das Wein kann weg, das kann weg, das kann weg. Oh nein, ein RTW fährt raus. Das ist halt auch echt einer der Nachteile meiner Wohnung, dass jeder RTW, der fährt, den hört man. Aber das ist echt minimal, also.
wohne ja jetzt nicht in einer Großstadt, wo der alle 5 Minuten rausfährt. Aber man. Hatte ich nicht noch hier irgendwo? Was? Übrigens, hier sind nochmal Haufen Steine. Ich hatte doch noch irgendwo. Fischeier hingepackt oder nicht? Okay, dem ist dann halt so. So, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal erst schnell alles aufbrechen. Dann gehen wir zu Willi ins Geschäft. Weil vielleicht hat er, ja, irgendwas im Angebot. Müssen wir eben die Lautstärke meines Headsets runterdrehen. Vielleicht hat er ja irgendwas im Angebot, was. Mangosprössling. Den Schädel, den wir noch, glaube ich, auch noch brauchten. Nochmal Kekse. Dreimal Kaffee, okay. Lehm. Lame. Flu. Irgendein Kack. Nepp. Gold, aha. Okay, hatten wir schon wohl alles mal im Museum. Das ist perfekt. Der Fee hat uns auf alle Fälle auf der Insel noch gefehlt, das weiß ich. Sam, hallo Elliot, keine Zeit. Schon wieder der halbe Tag rum. So, Willi. So. Super Seegurkenköder. Krabben. Welches? Ne, Dreher bringt. Erhöht die Beißrate. Blei. Fügt Gewicht zu Fischen. Dass sie am Grund herumspringt. Schatzjäger. Korken. Widerhaken. Macht den Fang sicherer und bringt ihn. Am besten bei langsamen, schwachen Fischen. Dreher. Erhöht die Beißrate, erhöht die Chance von Fischen. Allerdings mögen Fische den Gegenstand nicht besonders. Okay, jetzt nichts, was. Also, ich würde mal hier so ein Schatzjäger-Ding mal draufknallen. Den Schädel hochhalten, ey. So, jetzt stellen wir uns hier hin. Und angeln. Ich kann mir vor. Wow. Also, ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach so ist. Wie mit den Algen und so. Ey, was ist das denn für ein schwerer Fisch? Wie soll man den denn kriegen? Boah. Kugelfisch, erster Fang. Boah, nie wieder Kugelfische, ey. Ich hoffe, der bringt gut Kohle.
Ach, das blöde Gelee. Es ist auf alle Fälle selten. Das war dabei. Deswegen habe ich das. Vielleicht kann man das nach Schatztruhe. Ein Thunfisch. Aber dadurch. Ey. Also, das hoffe ich, dass man den halt auch in so einer Kupfererztruhe kriegt. Mein Thunfisch und Smaragd und Deluxe. Das Fische noch schneller anpassen. Vergrößert den Angelhaken. Aber eigentlich will ich ja Gelee haben. Gelee. Keine Fische. Wie ein Thunfisch. 6 Gold und eine Giode. Ich weiß nicht mehr genau, was es da gab, aber ich glaube, da gab es so richtig Special Fische. Nur ein Thunfisch. Und ein Seetank. Ja, egal, ich will. Oh, das Meeres. Ich will das doofe Gelee haben. Spiel. Keine Fische. Das wird zu weit sein. Auf alle Fälle noch gucken, wenn der Buchhändler kommt. Will jetzt wirklich. Ich brauche keine Fische, sonst müll ich mein Inventar zu. Thank you.
Das ist echt kacke. Komm schon. Wieder nur. Ich will doch keine Fische spielen. Ich will dieses Gelee. Hat zu viel verlangt. Fisch. Ja, schön für mein Angelgerät. Ein Fisch. Oh, die Stelle hier ist, glaube ich, kacke. Ich habe echt keine Lust mehr. Das ist ja echt schwierig. Kann nicht sein, wenn man den ganzen Tag oder den halben Tag angelt, dass man kein einziges Ding kriegt. So. Letzter Versuch. So, jetzt geht's nach Hause. Den Rest einsammeln. Kommt denn dieser komische Buchhändler eigentlich? Also, mein Charakter bleibt auf alle Fälle fit mit durch das ganze Rumgelaufe. Erdbeere hier oben auch noch. Aubergine und Blaubeeren. Ich müsste vielleicht überlegen, ich setze da nochmal einen Versandbehälter hin. Was kürzere Wege. Käse muss in den Keller, der Käse muss in Keller. Da 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 dam. So. Kommt erst wieder am 18.
So, morgen will ich eigentlich nicht nochmal direkt zum Schmied, deswegen kommt die Geode erstmal hier rein, genauso wie. Eine Dauer, einen Raum und zu produzieren. Dreck, das kannst du ja über Früchte, wenn ihr auf der Engel das mal hier drin. Weil ich noch. Ich habe ja hier noch so einen Sprenkler, den nehme ich auch mal mit. Diese Drachenzähne packe ich auch schon mal für morgen, weil es morgen wieder auf die Insel geht. Überlege gerade. Pflanze, wir haben da produziert dahin weiter Früchte. Okay, perfekt, das kann ich auch. So, jo, ins Bettchen. Boah, 20k allein durch Hofer bei drei Fischen. Tausender sammeln. Dessen Neptunit bringt 400. Boah, 27k. Das blöde Unkraut. Das war's auf alle Fälle mit der heutigen Folge. Bis dahin, ciao.